Okay. Was halten Sie von dem Ganzen? Wie gefällt es Ihnen? Bis jetzt, bis aufs Wetter, sehr, sehr gut. Das Wetter hätte ein bisschen mehr aushalten können, aber es ist trotzdem sensationell, wie viele Leute trotzdem da sind. Wie ist mit der Nervosität? Kann man es vergleichen mit dem Skisprung beim Weltcup, der Empfang in der Heimatstadt? Ich bin das doch schon ein bisschen gewohnt und deswegen war auf der Schanze teilweise war schon ein bisschen mehr Nervosität dabei. Wobei eigentlich war es eher beim Drumrum und nicht beim Sprung selber. Beim Sprung selber ist es dann schon wieder okay. Wie ist es am Ende, wenn es auf die letzten Sprünge zugeht, im Vergleich zu den am Anfang, wenn es darum geht, das ganze Ding festzumachen? Ja, es ist klar, am Schluss einer Saison, da war die Saison schon ganz schön lang. Das merkt man dann auch irgendwo, dass halt einfach, ja, man fährt 3 Monate durch die Gegend. Irgendwann merkt man schon im Kopf, dass es ja irgendwann mal auf eine Auszeit freut, aber da dann einfach durchkämpfen und ja, es ist nicht jedes Wochenende gleich. Bei mir war das letzte Wochenende nicht immer ganz so gut wie die davor, wobei, naja, sagen wir es, dass die davor grandios waren und dann ist klar, dass irgendwann mal ein bisschen ein schlechtes Wochenende kommen muss. Und von dem her aus jedem Wochenende dann alles heraushalten. Und aber die letzten Wettkämpfe, wenn es mir nicht so leicht hergeht und wenn die anderen vielleicht stärker sind, schauen, dass man alles ergibt und ja, bei der Kleine. Gut, dann viel Freude bei der Auszeit. Danke. Herzlichen Dank. Danke.